gerade Weihnachtskalender neu kahl. Und trotzdem ist dieses Jahr alles ein bisschen anders. Der Himmel weint, man kann es nicht besser ausdrücken, dass in diesem Jahr die Corona-Pandemie unser Leben bestimmt. Und wir alle uns natürlich wünschen, heute hier unter dem Weihnachtsbaum, dass das bald ein Ende hat. Und wir heute alle am Heiligabend hier unter dem Weihnachtsbaum den Wunsch haben, dass wir alle gesund sind, gesund bleiben, dass wir alle gesund die Pandemie überstehen und dass dieser Spuk nächstes Jahr ein Ende hat. Wir haben alle viele Wünsche. Der größte Wunsch, den wir alle haben, ist natürlich die Gesundheit. Ich möchte mich im Namen der Kommunalen bedanken für die Zusammenarbeit. Wir haben uns natürlich in diesem Jahr improvisiert, haben gesagt, ganz ausmal, dann wollen wir das nicht. Die Mitarbeiter vom Bau haben jedes Jahr ein Bild gewechselt aus den letzten Jahren. Es waren Bilder dabei, wo man selbst nicht mehr wusste, Mensch, das Bild wurde schon mal gezeigt. In 10 Jahren kommen ja auch viele Bilder zusammen, die wir hier dann nochmal gezeigt haben. Der NCC hat uns das vorgemacht, dass man auch in diesen schwierigen Zeiten, im Zeitalter der Technik, einiges ein bisschen anders machen kann. Am 11.11. haben wir das alle miterleben dürfen. Vielen, vielen Dank dafür. Dann haben wir uns verständigt, dass am 6. also am Nikolaustag der NCC, wie hier das Bild gezeigt hat, auf der Videoübertragung eigentlich das Prinzenpaar vorgestellt hat, eingeboren wurde und wir alle uns freuen natürlich auf die nächste Saison. Dann haben wir gesagt, am 24. wollen wir trotzdem ein Adventsbild zeigen hier und das auch wieder per Video übertragen. Weihnachtliche Grüße in der Mitte nach Hause. Frohe Weihnachten. Vor allem ein gesundes. Ich freue mich, dass Peter sich bereit erklärt hat, in diesen schweren Zeiten auch trotzdem ein Bild zu malen. Ja, wir sind auch mal in der Zeit. Ja. Ich kann mich nur dem anschließen, was Willi eben schon gesagt hat. Ein Virus hat uns angenockt und nicht K.O. Wir stehen doch. Ja, küssen verboten, könnte man sagen. Ihr seht, ist der trotzdem geküsst. In der Hoffnung, dass dieser weiße Mann kein Coronavirus in sich hat. So wünsche ich uns allen, dass wir diese Zeit, wie Willi sagte, überstehen. Trotzdem, Weihnachten nicht vergessen. Geschenke sind gepackt. Wir werden heute Nachmittag trotz allem unter dem Weihnachtsbaum liegen. Unsere Kinder freuen sich. Unsere Eltern, Großeltern. In dem Sinne, eine frohe Weihnachten.